lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee now! Irgendwie. Da sehe ich schon wieder so einen schönen. Was? Du hast überlebt? Nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist. Gräbertalilie 1. Ja, es ist ein Early-Game-Gebiet. Gut zu wissen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind vielleicht ein bisschen überlevelt, aber das heißt nicht, dass man hier nicht sterben kann. Da gehen wir erstmal geradeaus. Gräbertalilie 2. Okay. Müssen wir hier draufhauen? Nee. Das war nur für die Lilie. Hallo. Holy shit, hat mich das erschrocken. Okay, aber jetzt wissen wir, was das ist. Ja. Müssen wir denn lang dann? Ah? Oh Gott. Da? Da ist nur Licht. Ich sehe nicht, wo wir lang müssen. Ah? Nee. Aber irgendwas, was wir werfen können, was ein bisschen Licht. Unten geht's auch nicht wirklich weiter, ne? Oder? Wir gehen noch mal drauf und dann werfen wir gleich Kügelchen. Liegst du da unten? Ja, du liegst da unten, okay. Interessant. Schöne Idee auf jeden Fall. Gefällt mir. Vielleicht, was bist du? Achso, das, das ist das Steinchen, was ich eben runtergeworfen habe. Ist auch nix. Wir können nicht wirklich springen hier drin, ne? Kommt nun endlich wieder oder? Redekopf, bitte helfen. Setzen wir mal direkt ein.
Geben die eigentlich... Die geben Runen. Die kann also theoretisch unendlich farmen, wenn man will. Ob das so effektiv ist, ist natürlich auch wieder die Frage dann, ne? Geistertal-Lilie 2. Sehr schön. Wurzelharz. Seid mal ruhig, ihr Kleinen. Bin hier ein bisschen untersuchen. Unendlich Runen, wo muss ich hin? Ah. Also ich würde lieber irgendwo anders Gegner farmen, aber hier respawnen die Gegner halt unendlich, ohne dass man sich an einen Ort der Gunst setzt. Oh. Ist cool, das sind so schwache Gegner, die kann man auch anrollen, damit die gestaggert werden. Das ist ganz cool. Au. Wirklich? Guck. Geistertal-Lilie 1. Okay, man sieht sich. Man sieht sich, Jungs. Das war ein sehr, sehr cooles Gebiet bisher. Hier machen wir den Weg zum Boss auf. Let's go. Geistertal-Lilie 2. Oh, au, au. Ja. Also, man sollte meinen, wenn man so ein paar Souls-Teile gespielt hat, dass man eigentlich genau vor sowas eigentlich inzwischen Acht nimmt. Ne? Entweder Gegner oder aufsammelbarer Gegenstand hier und dann um die Ecke immer ein Gegner, der dich dann angreift. Das ist immer so. Schon, man sieht dir den Spaß am Spiel sehr an. Echt? Das freut mich, das freut mich. Schauen, wir kommen wieder an den Anfang. Yes. Okay. Wir setzen uns an den Ort der Gunst und dann geht's ab zum Boss. Bevor wir zum Boss gehen, auch wenn nur einer da ist, können wir eine kurze Abstimmung machen. Let's go. Haha. Wollen wir mal testen, ob das funktioniert. Ohne Armor bin dabei. So. Ich habe eine Abstimmung reingemacht. Werde ich den Boss First Try schaffen? Es ist nur noch eine kurze Zeit zu abstimmen. So, lass ich mal ganz kurz nebenbei schon mal Folgendes machen. Anders im Stream eigentlich? Ne, wenn man nicht. Sehr gut. Zack. Zack. Ist wie mit den Pokébällen, gelingt im Stream. Immer, ne? Oh, das kann ich wieder wegmachen. Let's go. Okay. Ich könnte auch, wenn mehr Zuschauer dabei sind, kann ich auch, so Abstimmungen machen, wo man Kanalpunkte wetten kann.
Aber wenn nur einer da ist, macht das halt wenig Sinn. Weil dann gewinnt man leider immer nichts. So, Oleg. Wachhund des Erdenbaumgräbnisses. So, wir lassen Oleg mal alleine kämpfen. Oh. Gucken, ob Oleg das 1v irgendwas schafft. Los, Oleg! Du schaffst das! Ich hätte die Abstimmung machen sollen, schafft Oleg das beim First Try. Aua! Muss ich mich angreifen? Muss Oleg angreifen? Ich bin nicht dein Gegner. Genau, Oleg ist dein Gegner. Aua, 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 aua. Wird das ein First Try No Attack eventuell? Okay, Oleg, nur noch der Boss. Den schaffst du. Los, Oleg! Du schaffst es! Go, Oleg, go! Go, Oleg, go! Hau ihn, genau, hau ihn! Nein, Oleg! Die Kleinen haben Oleg auch schon gut geschadet. Komm schon, Oleg, das schaffst du. Denk auf dich. Los, Oleg! Lass dich nicht hier hauen, komm! Hau zurück! Richtig! Oh. Ah, da ist Oleg wieder gestaggert. Jetzt kriegt er Feuer ab. Oh nein! Nein, Oleg! Oh. Egal, Oleg hat gute Vorarbeit geleistet. Jetzt sind wir dran. Aua. So, drei Schläge plus Oleg. Sehr, sehr gut gemacht. Halbmenschenasche. WWE-Moment mit Oleg. Oleg ist eigentlich immer ganz gut, aber wenn er vom Boss in eine Ecke gedrängt wird und dann die ganze Zeit gestaggert wird, dann da hat Oleg dann auch Probleme. Aber hey, Oleg hat ihn bis auf drei Schläge runtergekloppt für uns. Ein Mann, einfach ein Mann. Ein männlicher Mann, wie ich so immer gerne sage. So, wir haben Halbmenschenasche bekommen. Wait, die haben ganz schön hohe FP-Kosten. Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von 5 Halbmenschen an. Okay. Geister von Halbmenschen sind nicht so groß, haben aber ein gewalttätiges, brutales Gemüt. Sie mögen zwar denkfähig wirken, doch bei Anbruch der Nacht gerät ihr Blut so sehr in Wallung, dass sie unbändig wild werden. Okay. Probieren wir gerne mal aus. Einfach um zu gucken, wie sie aussehen. Aber Oleg bleibt Oleg. Oleg, ne? Ja. Zum Eingang zurück. Ich sag auch mal so, Oleg hätte den Boss alleine geschafft, wären nicht die Kleinen noch da gewesen. Die Kleinen haben nämlich auch böse zugesetzt. Muss man einfach so sagen. Never stop a running, Oleg. Richtig. Oleg, das System. So, können wir hier irgendwo Kriegsasche-Beschwörungen machen? Weil ich möchte die kleinen Männchen mal testen. Ah, es war ein schöner kleiner Katakomben-Dungeon. So, hier können wir Dingens beschwören. Dann lass mal machen. Kommt mal her, ihr Halbmenschen. Ihr verbraucht echt viel FP. Okay. Ihr seid auch wirklich so Gebrüder Grimm, ne? Ja. Ein großer, dann seine zwei Cousins, sein Bruder. Ja, und dann halt, ne? Oh. Sind Tatsachen nicht so schlecht, muss ich sagen. Ziehen gut Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, die finde ich zwar fast besser als unsere Wölfe. T-Post, der da hinten. Sag mal, der T-Post. Der T-Post doch einfach.
Das lass mich nicht von dir bieten, du. Der mich einfach angetipost. Dann werfen hier Leute mit Steinen. Okay, die sind echt nicht schlecht. Hätte ich die früh im Early Game bekommen, hätte ich die echt sehr gerne benutzt. Wait. Stimmt. Oh. Mir fällt gerade ein, wir müssen auch noch mal erstmal Oleg ausrüsten, ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen auch, das machen wir jetzt direkt zur Tafel der Gnade, weil wir haben ja von Renala die Seele bekommen und wollen mal gucken, was wir daraus machen können. Dafür müssen wir mit ihr wieder reden.